Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Liebe Freunde, heute haben wir wieder so diese Gelegenheit, alles von Gott zu erwarten. Manche wollen vielleicht schon gar nicht aufstehen, weil sie denken, das schaffe ich ja sowieso nicht. Das kann ich nicht, das will ich nicht, das mag ich nicht. Ich kann einfach nicht. Und das ist es einfach so, dass wir wie jetzt alles von Gott erwarten dürfen. Keine Lösung, kein Problem lösen, ohne ihn sozusagen wie darum zu bitten. Keinen Schritt zu gehen im Prinzip, ohne ihn zuerst darum bitten. Und das ist ja dann, so wissen wir mittlerweile, das ist ja mittlerweile dann die Kindheit, dieses Kindschaft, diese Kindschaft Gottes, dieses Kindsein vor Gott. Also keinen Schritt zu gehen, ohne an dieser Hand und an dieser Hand den Vater und die Mutter zu haben, so wie es halt ein Kind einfach auch hat. Und so wollen wir uns heute so vornehmen für all das, was auf uns zukommt. Und so haben wir ja auch gerade eben gebetet, dass wir so uns auch so freuen, dass dieser neue Tag jetzt kommt und bald einmal wird die Sonne aufgehen, gehe ich mal schwer davon aus, dass die aufgeht und dann geht der neue Tag los. Dann kommen die Begegnungen, dann kommen die Herausforderungen. Und dann müssen wir so dran denken, dürfen wir, sollen wir dran denken, dass Gott mir mit Rat und Tat und Hilfe mit seinem Heiligen Geist zur Verfügung steht, zur Hilfe, zur Seite steht. Und das müssen wir dann wie erbitten von ihm. Herr, hilf mir, bitte hilf mir jetzt. Und dieses Hilf mir jetzt, das ist ebenso die Liebe. Die Liebe und das Vertrauen. Bitten wir den Herrn jetzt um seinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.